Etwas ganz Besonderes, Sie haben die Stadtkapelle schon am Beginn dieses Empfangs, dieser Veranstaltung gehört. Etwas ganz Besonderes hat sich die Stadtkapelle auch einfallen lassen. Und zwar wurde dir, Jonathan, ich weiß nicht, du schaust ein bisschen überrascht, ein Marsch geschrieben, komponiert. Der Komponist kommt jetzt auf die Bühne. Es ist Robert Lyle und er wird dir diesen Jonathan Marsch überreichen. Und den werden wir natürlich im Anschluss hören. Helden leben 24 Stunden am Tag und nicht 2 Stunden für irgendein großes Spiel. Diese Aussage hat nicht jemand getroffen, der vielleicht auf den ersten Eindruck eines vergangenen Spiels sozusagen enttäuscht gewesen wäre. Niemand anderer als Tennessee Williams, der große amerikanische Schriftsteller, hat diese Zeilen schon in den 60er Jahren geschrieben. Wir stehen heute vor einem, der im wahrsten Sinne des Wortes 24 Stunden am Tag Held sein möchte und letztlich auch Held sein will. Denn er ist seit mehr als einem Jahr auch Feuerwehrkamerad hier in der Stadtfeuerwehr Oberpullendorf. Er hat sich in diesem Spiel sozusagen, das wir alle, und das war ein Millionenpublikum in ganz Österreich, mit Freude verfolgt haben und mit Interesse verfolgt haben, gegen eine schier unüberwindliche Macht durchgesetzt. Wir haben es gehört, es sind Tausende gewesen, die er hinter sich gelassen hat. Das hat uns alle sehr, sehr beeindruckt. Er hat uns aber gleichzeitig gezeigt, dass das nicht mit roher Gewalt passiert ist. Er hat den Mainstream, der vielleicht allenthalben heute feststellbar ist, die Streamline seiner eigenen intellektuellen Potenz und seiner Sensibilität gegenübergestellt. Er hat als einziger Kandidat hier in diesem großen Spiel des ORF auch seine eigenen Zeilen, auch seine eigenen Ausflüsse an großartiger Intellektualität gezeigt. Was für mich interessant ist, als Bezirksfeuerwehrkommandant, ist aber diese Tatsache, dass er diesem großen Vorbild für die Arbeit im Sinne der Menschen, die Hilfe brauchen, letztlich auch sein Herz zugeneigt hat. Er ist Feuerwehrkamerad geblieben und Feuerwehrkamerad letztlich auch mit Herz. In der ganzen Einsatztätigkeit der Oberpullendorfer wird mir nur Bestes von ihm berichtet. Der Florian, der seit Jahrhunderten eigentlich durch die Dunkelheit der Zeit immer noch leuchtet und faszinieren kann, hat scheinbar auch diesen Helden, der hier neben mir steht, fasziniert. Er möchte mit Belastbarkeit aufzeigen, dass er bereit ist, auch Situationen und Herausforderungen anzunehmen, die andere vielleicht als Kapitulationsgrund ansehen. Wir dürfen deswegen heute Dank sagen, lieber Jonathan, wir dürfen dir für diesen Mut, den du hier Woche für Woche nahezu unter Beweis gestellt hast, unser Kompliment hier weitergeben. Wir wollen dir sagen, dass du auch unsere Arbeit in einer Art Win-Win-Situation letztlich weitergegeben hast. Und wir wollen hoffentlich auch diesen Eindruck hinterlassen haben. Es wurde hier gesagt, dass du bei all deinen Auftritten vor einem Millionenpublikum, ich darf es noch einmal wiederholen, auch angefeuert worden bist, nicht zuletzt von deinen Freunden und Kameraden von der Feuerwehr. Alle für einen, einer für alle. In diesem Sinne dürfen wir dir heute den Florian überreichen als Zeichen deiner Floriani-Jüngerschaft auch in Zukunft. Mögest du diese Heldeneinstellung letztlich auch den Menschen gegenüber zukünftig aufweisen. Und weil ich schon weiß, dein Herr Direktor war heute auch hier und auch ich bin ja Lehrer und weiß, dass Menschen wie du kaum Ratschläge brauchen. Aber einen Tipp möchte ich von dir selber ausleihen, den ich dir für dein zukünftiges Leben gebe. Du hast in deinem
großartigen Lied der Beautiful World eine Zeile drinnen: I won't give in. Mögest du auch in den Herausforderungen deines zukünftigen Lebens, aber auch den Herausforderungen der Feuerwehrarbeit nicht nachgeben. I won't give in. Alles Gute, du Held, der uns gezeigt hat, dass du auf einem großartigen Weg bist. Mögen dir noch viele Erfolge blühen. Ja, lieber Johnny, ich habe die Ehre, heute unseren Kommandanten in Schmidt-Gerald hier vertreten zu dürfen. Ich wünsche dir im Namen von den ganzen Feuerwehrkameraden herzliche Gratulation zu deiner Leistung. Du warst, wir haben jährlich schon mit dir mitgefiebert. Trotzdem freut es uns umso mehr, dass du jetzt wieder in unserer Runde bist. Gratuliere. Danke. Mikrofon, Florian, etc., etc. Etwas haben wir noch. Und zwar, ich darf jetzt die Michi Tanzler auf die Bühne bitten, von der BZVZ Oberpullendorf, denn vielleicht, Sie werden die Titelseite wohl kennen. Und die soll jetzt überreicht werden. Ja, herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Lieber Jonathan, die BVZ will sich den Glückwünschen anschließen. Wir sind beeindruckt von deiner Leistung. Du hast sehr viele Fans bei uns in der Redaktion und wir freuen uns schon darauf, deinen weiteren musikalischen Weg zu begleiten. Und für uns steht fest, unabhängig vom Voting im Fernsehen, unser Held heißt Jonathan Rainer.